Hallo und herzlich willkommen zurück hier zur zweiten Folge von Empires and Tribes. Ich hatte ja eigentlich in der letzten Folge, in der gestrigen Folge angekündigt, ich schalte euch hinzu, wenn die drei Häuser fertig sind. Aber mir ist eingefallen, hey, Moment, das ist A, eine gute Lösung, euch mal zu zeigen, wie das Level-System hier so generell funktioniert, so im Groben und Ganzen. Welche Auswirkungen manche Upgrades haben im Leveling-System und so weiter und so fort. Allerdings ist mir leider auch ein kleiner Fehler passiert. Und zwar habe ich das Spiel ein bisschen überfordert. Ich habe ein bisschen zu schnell Straße gebaut und wieder abgerissen. Ich habe sie schon an der Stelle abgerissen, wo sie noch gar nicht gebaut waren. Das hat bei mir zu einem Spielabsturz geführt. Keine Sorge, wie gesagt, es ist noch nicht im Early Access. Es wird noch verbessert. Außerdem liebe Grüße an der Stelle an Micha und Chris. Die gucken hier auch zu. Freut mich, dass ihr reingeschaltet habt. Ja. Ansonsten, das war's. Erstmal soweit. Jetzt mache ich die Kamera weg. Tschüss. Und ich will euch mal A zeigen. Die Jungs haben auch Humor. Hier steht schon Speichern, Laden, aber ich bin nur ein Platzhalter. Ich bin nur ein Platzhalter. Wirklich schön. Hauptmenü wollen wir nicht. Spiel verlassen wollen wir nicht. Einstellungen will ich jetzt auch nicht ändern, oder? Nee, will ich nicht. Denn meine Settings haben sich ja schon wieder eingerichtet. Was ich euch auf jeden Fall zeigen möchte. Ich habe jetzt hier, ich mache mal kurz die Vogelansicht für euch. Ich habe jetzt hier doch mal ein bisschen anders gebaut, damit ich hier vorne noch ein zweites Haus reinbekomme. Hier habe ich ja schon angefangen, ein weiteres zu bauen. Hier möchte ich dann noch ein weiteres bauen. Dann haben wir hier schon mal die ersten vier Häuser, die mir eigentlich nur dazu dienen sollen, ehrlich gesagt, hier so ein bisschen die Leute zu versorgen. Dazu komme ich aber später nochmal genauer zu dem Thema. So, ich gehe hier wieder raus. Jetzt möchte ich euch mal zeigen, wie das allgemein hier mit dem Leveling-System funktioniert und wie es außerdem mit dem Bauen funktioniert. Ihr seht hier, ich habe jetzt hier schon die Balken aufgerichtet sozusagen. Ich kann euch jetzt leider nicht so schön diesen Unterschied zwischen den Gebäuden zeigen. Das kann ich erst dann machen, wenn das andere Längsgebäude fertig ist, weil ich habe hier schon ein Gebäude, wo auf der Längsseite der Eingang ist, den die werte Einwohnerin nicht benutzen möchte. Na gut, wenn sie nicht möchte, dann lasse ich beim nächsten Mal die Türen ganz weg. Ach, und wieder eine Ratsversammlung. Ja, das ist die erste überhaupt, jetzt gerade hier in dem Savegame, was kein Savegame ist, weil wir können nicht speichern, aber ist egal, ist okay. So, und jetzt werde ich hier mal ein bisschen rumklöppeln mit euch. Ich denke mir, ey, hier hinten muss noch eine Wand rein. Es ist eigentlich egal, wo ich stehe, aber wir sehen das hoffentlich gleich in einem schönen Beispiel. Wenn ihr euch fragt, warum ich hier dauerhaft raufhämmern kann und ihr vielleicht nicht, wenn ihr das spielt, das liegt daran, ich habe eine zusätzliche Maustaste hier an meiner Maus. Ah, ihr seht's. Diese Maustaste, diese zusätzliche, fingiert dauerhaften linken Mausklick bei mir. Ihr seht's hier. Jetzt ist hier ein weiterer Querbalken hinzugekommen. Hier ist eine Wand hinzugekommen. Hier ist schon ein weiterer Querbalken hinzugekommen. Und so setzt sich das jetzt die gesamte Bauphase hinweg durch. Und das finde ich wiederum sehr innovativ. Kenne ich von keinem anderen Spiel so. Ich wüsste jetzt nicht, welches auf Anhieb. Es gibt vielleicht auch Spiele, die so ähnlich sind, aber ich kenne das so überhaupt nicht. Also von daher ein großes, fettes Lob von mir. Zack, da steht der nächste Balken. Wir können dann jetzt schon mit dem Dachstuhl anfangen. Auch wenn ich hier gerade noch eine Aufgabe für den lieben Micha und seinen Kollegen sehe. Wenn ich das richtig erkenne, ja. Da ist noch ein kleiner Versatz drin. Aber kriegt er bestimmt hin. Und ansonsten, wenn das Ding fertig ist, sieht das sowieso keiner mehr. Könnte man höchstens anmerken, wenn da oben jemand rumtatzt und auf einmal einbricht. Aber das ist dann hoffentlich nicht der Fall hier. So. Ihr habt vielleicht schon gemerkt, wenn ihr mal die gestrige Folge aufruft, bis zu der Stelle, wo ich hier rumbaue, und die jetzige Folge ihr euch hier anguckt, dass sich der Hammer deutlich schneller bewegt. Das hat auch einen guten Grund. Ha, das ist ja Timing vom Feinsten. Da habe ich gerade ein Level gemacht. Das ist ja wunderbar. So, denn was ich jetzt beobachtet habe offscreen ist, bei diesen Erfahrungspunkten hier, dazu muss ich euch mal sagen, pro Level, was wir erreichen, ist der Pool, den wir brauchen an Erfahrungspunkten, deutlich größer. Teilweise nahezu doppelt so groß wie das, was wir vorher brauchten. Aber nicht immer. Auf jeden Fall einmal mit dem Hammer zuschlagen, also sprich, dass der zweimal insgesamt schlägt, wenn man einmal Mausklick gemacht hat, bringt zwei Erfahrungspunkte. Leider, 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 hier an der Stelle auch ein Tipp an die Entwickler. Es wäre natürlich noch schön, dass wenn ich ein Haus selber fertigstelle, dass es dann einen kleinen Erfahrungsbonus gibt. Das wäre sehr schön. Weil irgendwann, das weiß ich schon, dann geht das hier in die Tausende und dann sitzt man ewig in drei Tage und hämmert und hämmert und hämmert und es wird einfach nicht so wirklich gelevelt sozusagen. Und vor allem, wenn man hier alleine der Bürgermeister ist und
so ein bisschen nur alles probieren möchte, so Ressourcen farmen, in den Ackerbau, Viehzucht gehen, ein bisschen töpfern und so weiter und so fort, das kann echt lange dauern, bis man dann anständiges Level erreicht. Und ich weiß bis heute noch nicht, ob es ein Maximum-Level gibt. Aber gut, jetzt gehen wir erstmal darauf, dass ich hier die nächsten 4 Punkte investiere. Irgendwann ist ja hier auch voll. Und jetzt gucke ich hier mal rein. Euer Talent im Maurer-, Zimmerer- und Dachdeckerhandwerk wirkt sich unmittelbar auf eure Effektivität beim Gebäudebau aus, woraufhin ihr den Hammer deutlich schneller schwingen werdet. Es ist jetzt vielleicht nicht die Welt von der Geschwindigkeit her, aber es geht doch deutlich schneller. Und vor allem, wenn das Ding erstmal vollgeskillt ist, dann geht das sowieso schneller. Also nicht jetzt in Sekundenschnelle, aber ihr seht schon, wir kommen jetzt hier schon schneller voran, denn der Hammer schwingt tatsächlich leicht merkbar schneller. Das finde ich ist auch so nicht irgendwo zu sehen gewesen in einem anderen Spiel. Von daher, dieses Spiel verdient meiner Meinung nach jetzt schon auf dem jetzigen Status mit den Ideen, die hier drin stecken, einen Innovationspreis irgendwie so ein bisschen. Ja, dann sind wir auch gleich fertig mit dem Haus. Dann kann ich euch gleich die Auswirkungen davon zeigen. Ihr seht oben Nahrungsverbrauch 1,2. Also die rote Zahl neben der 1,5. Und ne, muss der Balken noch nachladen. Manchmal dauert es ein bisschen. Ne, ich muss nur noch mal einen Klick drauf geben. So, jetzt sind wir bei 1,5. Das heißt, 3 Einwohner verbrauchen 0,3 Nahrung. Wir haben jetzt hier noch 6 Untätige sogar. Das wollen wir doch gleich mal ändern, denn wir wollen uns natürlich auch einen kleinen Nahrungsvorrat ansammeln. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt hier mal 4 Leute rein, sodass wir 2 noch übrig haben, denn es gibt natürlich noch eine andere Möglichkeit, Gebäude zu bauen. Allerdings weiß ich nicht, ob ich dann Erfahrungspunkte bekomme, wenn das passiert. Das werden wir noch rausfinden. Habe ich schon ausreichend Holz? Nee. Das können wir aber ändern. Gib mir mal Holz. Oh, das ist laut! Au, das hört sich nicht gesund an. Ich glaube nicht, dass das so gewollt ist. Habt ihr hier irgendwo meine Axt rumliegen für mich? Habe ich einen Eimer in der Hand? Mit der Fackel kann ich nichts machen. Das ist natürlich schade. Habt ihr hier meine Axt für mich? Hallo, Holzfäller. Jungs? Mädels? Wo seid denn ihr? Hallo. So beginnen doch eigentlich Horrorfilme, oder? Er zieht mit der Fackel los, die nicht brennt, weil er kein Feuerzeug dabei. In den Nebel? Ja, okay, Feuerzeug im Mittelalter, ich weiß. Obwohl, es gab da aber schon Feuerzeug. Das war Eisen und Feuerstein. Geht in nebligen Wald rein und begegnet dem Killeree. Ich bin mir jetzt nicht sicher, sollte ich da hingehen oder nicht? So, nee, eigentlich wollte ich Hammer wieder an die Hand nehmen. Ich wollte eigentlich ein bisschen Holz ernten hier. Denn das Problem ist, was leider momentan noch nicht funktioniert, das ist den Entwicklern aber bekannt. Von daher braucht ihr da noch keinen Bug zu melden. Ich könnte jetzt hier reingucken und wenn jetzt hier Holz vorhanden wäre, könnte ich das. Gerade ein blödes Beispiel, ich nehme mal ein anderes Beispiel. Auch mal irgendwo was, wo gerade schon was vorhanden ist. Wir gehen mal zur Lehmgrube, da ist vielleicht schon Lehm drin. So, zack. Nö, auch nicht. Alles leer. Da sind unsere Karrenschieber doch tatsächlich fleißig gewesen und haben ihre Aufgabe erledigt. Ist ja kaum zu glauben. Vielleicht gibt es bei der Nahrung gerade noch ein bisschen was. Jetzt gerade ein schöner Vorführeffekt. Nö, alles leer. Ich fasse es nicht. Okay, dann müssen wir auf Jagd gehen. Nee, ich wollte jetzt eigentlich euch zeigen, dass ich theoretisch, so ist es zumindest gedacht, hier direkt selber Waren rausnehmen könnte, um sie selber ins Warenlager zu bringen, damit wir sie zum Bauen zur Verfügung haben. Allerdings funktioniert das momentan noch nicht. Denn was ich euch auch zeigen wollte, ist, wir haben ja hier eine Tragekapazität. Wir können jetzt momentan Maximum 50 Kilo mit uns rumschleppen. Ich weiß jetzt nicht, was das 0,8 bedeutet und das 2,6. Das ist eigentlich ein Komma hier. Das sieht man nur gerade ein bisschen schlecht. Das ist noch in Arbeit. Die 0,8 nehme ich mal an, wird der Hammer sein, den ich gerade hier am Mann trage. Und dann haben wir noch den Eimer und die Fackel, die zusammen 2,6 ergeben, nehme ich an. Die 0,8 wird wahrscheinlich bedeuten, auch wenn ich hier eine Rüstung trage und sowas, dass das mitgerechnet wird zur maximalen Tragekapazität. Aber gut, das ist jetzt alles hier ein bisschen schief gelaufen. Na gut, muss ich durch, als lurch, wenn ich ein Frosch werden will. Haben auch gerade alle Feierabend. Schlafen ist hier noch nicht implementiert, soll aber noch kommen, denn es wird dann dadurch auch die Möglichkeit geben, sich zu heilen. Das hatte ich nämlich leider
in meinem gestrigen Testspiel das Problem. Oh, ich habe mein Banner falsch eingerichtet. Das sollte eigentlich schwarz sein. Na gut, jetzt ist es elfenbeinschwarz. Ja, ihr habt natürlich nichts zu tun. Natürlich keine Arbeiten ist gerade. Haben alle Feierabend hier. Kommt schon, Leute, 3 Uhr. Wenn sogar schon die Alten hier im Kreis laufen, dann könnt ihr auch Holz hacken gehen. Na los, bewegt euch. Warte mal, was ist, wenn ich jetzt einfach hier reingehe? Und... Warte mal. Bist du... Das sieht aus, als wäre der ein Holzfäller, oder? Nee, das wird ein Speer sein, der ist Jäger. Aufpassen, kriegen wir hin. Moment. Wir finden dich. Wir finden dich schon hier. Ich glaube, das ist ein Holzfäller. Nee, komm, die Damen lassen wir mal schlafen. Hey, du? Sven? Nee, du bist Jäger. Ah, das steht sogar hier. Cool. Nee, ist in Ordnung. Mach weiter. Geh pennen. Okay, der geht automatisch sowieso pennen. Ich kann machen und tun, was ich möchte. Ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Kann ich euch das hier zeigen? Ah, zack. Da gab's Leben für uns. Aber ich brauche eigentlich Holz. Komm schon. Gib mir Holz. Warte mal. Wenn ich jetzt das hier mache, dann habe ich einen Eimer in der Hand. Dann bringt mir nichts. Fackel. So, jetzt habe ich nichts in der Hand. Die Geräuschkulisse ist jetzt ja wirklich atemberaubend hier. Ja, ist aber noch in Arbeit, wie gesagt. Keine Sorge, meine Lieben. Alles noch in der Mache. Das könnte ich jetzt natürlich, dann, wenn ich Erfahrungspunkte hätte, auch skillen, dass ich halt schneller und besser Ressourcen hier ranbekomme. Aber mir ist erstmal Gebäudebau wichtiger, ehrlich gesagt. Und dann noch was anderes, aber dazu kommen wir später. Ich brauche doch nur ein Holz. Ich will noch eine weitere Hütte bauen. Bitte. Mano. Warte mal, wenn die Fackel jetzt hier brennt. Kann ich jetzt Fackel anzünden? Ah, ich habe E gedrückt und schon brennt meine Fackel. Was kann ich jetzt damit machen? Ein Rehgrill? Liebe Tierliebhaber, jetzt bitte mal alle wegschauen. Oh. Ich kann die einfach... Oh. Ach so, das ist eigentlich dazu gedacht. Ja, sammel die auf. Ah, okay. Die ist eigentlich dazu gedacht, verstehe ich das, Häuser anzuzünden, Fremde. Also feindliche Häuser anzuzünden. Ich verstehe. Sonne kommt schon, Leute. Sonne geht doch schon auf hier. Die paar Sterne noch. Ich möchte gerne weiterbauen. Kommt schon. Aufstehen. Hoch mit euch. Was? Jetzt eine Stadtsitzung? Hast du mal auf den Tacho gekickt? Na gut, der Vorteil einer Stadtratssitzung ist, wir sammeln Geld, wir sammeln Ressourcen. Ach, apropos Geld. Ich muss noch eine Aussage von mir aus der gestrigen Folge korrigieren. Straßenbau kostet Gold. Hab ich total verpatzt. Ach schön, wir sind der Einzige, der hier gerade abstimmt. Okay. Ach, herrlich. Ich liebe ja Demospiele. Ups, damit ist dann dementsprechend die Ratssitzung zu Ende. Ich könnte jetzt auch hier hingehen und mir die Liste angucken, was hier passieren soll. Und ich könnte jetzt selber sagen, ich möchte auch das Thema Folter hier mit reinbringen. Oder das Thema Zeit am Pranger. Oder die Arbeitszeiten. Und da bin ich ja definitiv dafür. Also im Moment, was die hier arbeiten, ist ja mal gar nicht so wirklich, ne? Die nächste Stadtratssitzung findet in 38 Stunden statt. Ach so, ich dachte immer jeden Tag. Okay, das wusste ich tatsächlich noch nicht. So, ich kann mal hier die Meldungen wegmachen. So. Könnten wir noch unterscoren? Ihr seht schon, hier gibt es noch mehr Abstimmmöglichkeiten später. Oder soll es geben, sowas so. Zumindest Platz genug ist noch dafür. Ah, die Herrschaften haben sich getraut, mal wieder aufzustehen. Das finde ich doch super. Habt ihr mal irgendwo eine Axt für mich, bitte? Du da, hast du eine Axt für mich? Oh, er hat eine Aufgabe für mich. Johann Kröger. Hier können wir auch sehen, worin der eigentlich so geeignet ist. Landwirtschaft, Bergbau, Forstwirtschaft, was natürlich sehr gut ist, weil er ist ja Jäger. Die züchten übrigens die Bäume auch wieder hoch. Genauso wie die Schafe. Und nicht die Schafe, die Rehe. Schafe spielt er natürlich auch, aber die Rehe, die züchten die auch aus der Erde raus. Da setzen sie Rehsamen in die Erde rein und dann spawnen die da wieder raus. Okay, ich kann das nicht durchziehen. Okay, ich habe es leider nicht mehr geschafft, Feuerholz zu sammeln. Wärt ihr so freundlich, mir dabei zu helfen? 2 Baumstämme würden mir eine wohlig warme Hütte heute Abend bescheren. Das Problem, mein Lieber, ist, du bist Holzfäller.
Und ich brauche gerade selber noch ein Holz, um eine Hütte zu bauen. Aber ich nehme die Aufgabe jetzt erstmal an, denn soweit ich mitbekommen habe, haben die keine Zeitlimit, sodass ich ihm das auch irgendwann mal einfach so geben kann. Und dann, wenn ich das richtig mitbekommen habe, auch einen Erfahrungsbonus bekomme, einen kleinen. Vielen Dank. Trefft mich wieder, sobald ihr die Baumstimme habt. Okay. Und normalerweise jemand, der eine Quest für einen hat, der hat immer so ein transparentes Ausrufezeichen über dem Kopf. Beziehungsweise, es soll ja später bestimmt auch ein gelbes oder ein rotes werden, damit man es auch schon vom Weiten sehen kann. Du hast zum Beispiel keine Aufgabe für mich. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es mir nicht immer angezeigt wird, weil es vielleicht auch noch nicht ganz so vollständig ist. Aber gut, wir können ja mal gucken gehen, ob da jetzt mittlerweile mal Holz drin ist. So, ja, da ist Holz drin. Ach ja, okay. Jetzt nur mal so zum Zeigen. Ich nehme jetzt hier ein Holz raus und ich kann es leider nicht hier reinlegen. Ist ein bisschen schade. Jetzt muss ich halt wirklich warten, bis der Furtknecht fertig ist. Gut, das X funktioniert nicht, lieber Chris. Jetzt muss ich wirklich warten, bis der Furtknecht soweit ist, dass er das da abgeholt hat, mir ins Lager gebracht hat, so wie jetzt gerade eben passiert, wie ich gerade sehe. Und jetzt werde ich auch mal was ins Lager schmeißen, weil ich muss das hier nicht unnötig rumschleppen. Weil das wiederum funktioniert einwandfrei. Ich kann das einfach so hier reinlegen. Lehm. Obwohl. Wartet mal. Hätte ich das vielleicht hier in die Lehmgrube reinschmeißen müssen? Jetzt muss ich doch mal gucken. Weil wenn ich so allgemein Lehm aufsammle, dann ist es ja das hier und nicht das. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Dann muss ich mir mal später in der Aufnahme nochmal angucken, ob das jetzt so passiert ist, dass hier eins hinzugekommen ist oder nicht. Ich hoffe doch mal sehr. So, was ich jetzt eigentlich vorhatte. Halbe Folge nur damit verbracht zu warten, dass wir weitermachen können. Sehr schön. Ah, na gut, dafür ist es halt nur noch angespielt, ne? So, jetzt wird nämlich noch ein Haus gebaut, denn wir brauchen natürlich noch mehr Einwohner. Da würde ich jetzt gerne nochmal so ein Längsthaus hier wählen. Kann ich das hier so reinsetzen? Das wäre schön. Ja, guckt mal. Zack. So. Baustelle steht. Und bevor wir jetzt aber wieder hier ewig in 3 Tage alleine klöppeln, nehme ich jetzt erstmal meinen Hammer in die Hand. So, da ist er. Wurde nur gerade nicht angezeigt. Dann gehe ich jetzt hier mal auf E. Wir haben ja noch 2 freie Arbeiter. Ihr seht es hier. Aktive Bauarbeiter 0. Zack, zack. Gleichzeitig habe ich schon selber mit dem Bauen angefangen. Und jetzt gucken wir mal. Jetzt müssten hier gleich irgendwo 2 Leutchens mit einem Hammer auftauchen. Ich glaube aber eher so ein Eisenhammer. Also die haben jetzt schon von Hause aus bessere Ausrüstung als ich. Ja, wo seid ihr denn? Ich weiß, dass ihr irgendwo seid. Ihr habt hier irgendwo zu sein, denn ihr habt eine Aufgabe. Ich glaube, die 2, nee, das sind wieder die Stadträte. Wo die ja auch mal einen Finger krumm machen könnten, ne? Okay, interessant. Die sind bei mir gerade unsichtbar, aber ihr seht, der Fortschrittsbalken ist schon gewachsen, während ich nichts machen muss. Was mich jetzt aber mal sehr interessieren würde, kriege ich Erfahrungspunkte oder nicht? Ich bin jetzt bei 389. Ich laufe hier mal ein bisschen rum. Eine Runde um den Block. Kommen wir mal wieder. Gucken uns an, ob der Balken gewachsen ist. Noch nicht, aber guck mal, da kommt sie. Jetzt ist wieder gewachsen. Jetzt läuft sie hier drin rum. Sie hat 2 unterschiedliche Haarprachten. Wenn ich das richtig erkenne. Ja. Oder es liegt am Nebel, keine Ahnung. So, 389 hatten wir gerade noch. Nee, also wir müssen wirklich selber Hand anlegen, um schneller bauen zu können. Aber ihr seht schon, wie schnell die hier schon gebaut haben, weil die halt so 2 sind. Denn es zählt jeder einzelne Hammerschlag. Es ist noch ein bisschen laggy, wenn die hier bauen, die Leute. Aber es funktioniert. Das ist das Wichtige. Es ist manchmal ein bisschen zeitverzögert sozusagen. Aber guck mal, wie schnell das jetzt hier geht, dass wir hier die Hütte hochziehen. Zack, wieder eine Wand. Und... Na, jetzt gab es keinen Zack. Nochmal einen Zack machen. Ja, ja. Na los. Na, jetzt hat der Balken gerade ein bisschen Probleme. Zack, eine ganze Wand gleich mit Verputzung. Sehr schön. Wieder schön die Fäkalien da zwischen die Räume geschmiert. Nein, egal. Ich sollte nicht so oft Fäkalien sagen, glaube ich. Aber es ist doch wahr. Es wurde damals so eine Grundmasse daraus geschaffen. Deswegen. Ach Gott, ich sehe gerade, ich habe die eine Straße da oben. Das sehe ich gerade auf der Minimap. Nördlich vom Rathaus habe ich ja krumm und schief gesetzt.
Aber ich mache jetzt nicht nochmal den Fehler, das abzureißen, bevor mir hier auf einmal das Spiel abreißt. So, das würde jetzt natürlich noch deutlich schneller gehen, wenn ich da jetzt noch mehr Arbeiter reinstecke. So. Mal wieder ein Haus fertig. Jetzt können wir uns mal ein bisschen die Vielfalt der Gebäude angucken. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel, wir haben da oben eine schöne Fackel drüber. Hier ist noch ein bisschen Efeu mittendrin im Mauerwerk. Wir haben hier einen steinernen Holz. Holz. steinerne Umfriedung. So rum. So, hier vorne auch eine Kiste und einen Topf voll mit Getreide. Fensterläden. Jetzt gehen wir mal rüber zum anderen Längsgebäude, gucken uns das an. Ihr seht schon hier, hier sieht es schon ein bisschen anders aus. Jetzt hängt hier zum Beispiel ein Kilt über der Wäscheleine. Okay, hier ist auch Steinern. Hier ist hinten Efeu dran. So, vorne ist kein Efeu dran. Also, ihr seht, es gibt hier jedes Mal dann, wenn man so ein Haus baut, eine Variation drin, damit nicht alles gleich aussieht. Und das finde ich wunderbar. So, der eine Holzfäller wollte doch von uns Holz haben, wa? Dann, weil das wiederum funktioniert, nehmen wir uns das aus unserem Speicher raus. Der wollte zwei, ne? So, gucken wir mal, ob wir den irgendwo hier finden, den Holzfäller. Holzmichel, wo bist du? Hallo? Hallo? Oh, da hat jemand ein Ausrufezeichen für uns. Das sehe ich sogar vom Weiten diesmal. Sehr schön. Was willst du? Ich brauche dringend Steine. Oh, du bist witzig. Ich habe nicht mal Steine. Wie viel brauchst du denn? Drei. Oh, ich nehme es erstmal an. Aber eigentlich... Junge, Junge, wie viele Jäger hier rumlaufen. Die Rehe stehen daneben und die jagen sie nicht. Ja, eigentlich bin ich ja auf der Suche nach diesem Holzmichel hier. Bist du der Holzmichel? Nee, der hatte dunkle Haare, ne? An diesen verdammt widerspenstigen Eichen beiße ich mir eines Tages noch einmal die Zähne aus. Okay. Der hat keine Aufgabe für uns. Das ist einfach nur so eine Konservation, die er mit mir betreiben möchte. Okay, hier ist Ende der Karte. Hier können wir nicht weiter. Wo ist denn jetzt... Wo ist denn unser Holzmichel hin? Hm? Hast du den Holzmichel irgendwo gesehen? Hast du? Hast du? Nicht? Nee. Hast du den Holzmichel gesehen? Wer bist du eigentlich? Freie Arbeiterin. Ach, Mensch, ja. Klar, habe ich total vergessen einzuteilen, die Leute. Wieder mal. Ich könnte eher zu sagen, gehe arbeiten. Das mache ich erstmal direkt so. Oh, warte mal. Halt, Moment. Bist du nicht? Du bist doch der, oder? Nee. Der sah aber so aus. So ähnlich. Hatte auch so einen Zopf, ne? Wer bist du? Ach, du solltest eigentlich hier drin stehen, vermute ich mal. Du bist der Weinhändler. Okay, der Holzmischel ist lost. Ich würde das am liebsten speichern und laden. Das ist ja oftmals so ein Hilfsmittel, aber... Sag mal, da hinten läuft... Puh. Du bist es! Haha, ich hab dich erwischt. Zwei einfache Lanze hab... Was, wir haben Lanzen bekommen? Ja, schön! Es gibt also nicht nur Erfahrungspunkte, wenn ich das richtig erkenne, und dass der halt auch zufriedener wird. Wo ist denn seine Zufriedenheit? Hier. Oh, die ist nicht so toll. Er ist nicht glücklich. Dafür sorgen wir aber noch. Und jetzt haben wir aber auch noch Gegenstände bekommen. Das finde ich jetzt nicht verkehrt, muss ich sagen. Jetzt gucken wir mal rein in unser Inventar, wenn ich erstmal hier aus der Wildnis wieder rausgegangen bin. Hält seine Lanze, richtet lediglich geringen Schaden an. Wenn ich die jetzt ausrüste. Schaden 0. Wow! Aber wir könnten damit jetzt mal jagen gehen. Nicht, dass wir dringend Nahrung bräuchten, aber wir haben ja gerade eh nichts Besseres zu tun. Ach, damit steche ich zu. Ich werf die nicht. Okay, ich dachte, ich werf die, weil die anderen hier haben auch immer geworfen. Das, ja, es wird jetzt Schaden 0. Das Tier stört sich überhaupt nicht dran. Ne, kein bisschen. Okay. Vielleicht können wir sie später verkaufen. Mit einem Hammer vielleicht? Huch, falsche Taste. Hier, so vielleicht? Kann ich nicht, geht nicht. Dann nehmen wir das mal zur Seite. Und dann machen wir es jetzt wie echte Männer. Faustkampf! Hey, stirb! 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 Du hast meine Familie beleidigt! Ich hab's ganz genau gesehen! Obwohl, das ist jetzt kein Grund, jemanden umzubringen.
Eigentlich sollte man drüber stehen, aber ich hab Hunger! Also stirb! So. Tier ist tot. Wir können es ausweiten. Zum Glück ist das nicht grafisch animiert. So, das muss man aber immer wieder betätigen. Mit E mache ich das. Ups. Da haben wir mal kurz gewirkt. Ist jetzt doch nicht so appetitlich wie gedacht, aber der Hunger treibt's runter. Oh, nee. Oh Gott. Oh. Oh. Ich glaube, das Tier hat gerade frisch gegessen. Kann das nicht einer von euch machen? Oh, okay, weiter geht's. Hat keiner Lust, das zu machen. Ich verstehe auch warum. Oh, ich glaube, ich werde Vegetarier. Oh, lecker Blumen. Egal, wir machen weiter. So, jetzt haben wir zwei Fleisch bekommen. Natürlich verdammt wenig, ne? Für so ein großes Reh. Ich glaube, davon könnte man locker eine Woche leben alleine. Na gut, auf jeden Fall hier unser Speicher. Zack. Zack. Nur um es euch zu zeigen, das funktioniert mittlerweile. Sachen, die man so unterwegs findet und farmt. Und sagen, ach, das geht nicht. Ich kann die Lanze hier nicht reingeben als Waffe. Okay. Eisenwerkzeuge. Holzwaffen. Kupferwaffen, Eisenwaffen, Bögen. Okay. Na gut, dann ist es so. Steine sollten wir noch finden, ne? So, 2-3 Steine waren es, glaube ich, insgesamt. Schon wieder eine Ratssitzung. Na gut. Ja, machen wir mal mit. Ich wollte ja noch längere Arbeitszeiten haben. Ja. Hallo? Jetzt geht's. Da ist ja noch keiner da. Ist schon 20 Uhr? Nö. Okay. Dann, ja, was machen wir jetzt in der Zeit? Was können wir denn machen? Mal irgendwo gucken, ob wir hier einen Stein finden. Irgendwo. Stein, Stein, Stein. Stein. Du bist kein Stein. Ah, hier hinten sind doch Steine. Das ist sogar ein Steinbruch. So eine Stelle. Oh. Aber hier kann ich nicht abbauen, ne? Sieht nicht so aus. Ne, geht nicht. Na gut. So, jetzt müssen wir uns aber sputen. Wir müssen zur Ratze. Ach, hier, guck mal. Direkt vor der Hütte. Gib mir Steine. Gib mir bitte Steine. Na los, komm schon. Lass mich raten, es ist wieder effektiver, wenn ich das per Hand mache? Nee. Okay. Wo hier überall Steine rumliegen, ne? So, ab zur Ratssitzung jetzt hier. Hey, 20 Uhr hieß es doch. Ja. Huch, falsche Taste. Oder steht hier morgen? Nee, 20 Uhr. Hallo? Jetzt ist schon fast 21 Uhr. Wo bleibt ihr? Habt ihr keine Lust? Ey, du! Oh, bestechen. Nee, das machen wir nicht. Auf Wiedersehen. Na gut. Ich würde sagen, mir geht das mit dem Holz gerade ein bisschen zu langsam. Stopfen hier mal noch ein paar Arbeiter rein. Jetzt haben wir ja schon 5 von 5 drin. Und was wir auch machen. Orientierung. Da ist unser... Nee. Da ist unser Ratshaus. Wir verkaufen jetzt mal ein bisschen was und kaufen was. Wir brauchen Holz. Nee, hör mal auf. Stopp. Ich wollte doch Holz kaufen. Hier, ach, ich war im falschen Menü. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann haben wir mich jetzt 20 und davon wiederum können wir uns doch nochmal ein, zwei Häuser bauen, denn momentan haben wir noch nichts anderes zur Verfügung, außer den Speicher. Den brauchen wir jetzt aber nicht zwangsläufig, soweit ich weiß. Gucken wir doch aber erstmal, wo wir hier noch ein schickes Plätzchen bekommen. Na komm, da ging es doch gerade. Ja. Da machen wir direkt gegenüber noch eins. An der Straße dran. Nee, nee, das ist ein Marktplatz. Obwohl, zählt das auch? Ich weiß es gar nicht. Das zählt, glaube ich, als Straße, ne, der Marktplatz. Wäre jetzt auch nicht so verkehrt. Aber breche ich das nochmal ab hier. Wird dann doch nochmal die Straße ein bisschen länger ziehen. Hm? Nee, nee. Nein. Ach, Spiel. So.
Nein, jetzt hör doch mal auf. Da an der Straße, genau. Und dann hier ein bisschen rüber. So was fein. Bisschen Feingefühl, dann geht das schon. So, nochmal zwei weitere Häuser. Wir haben jetzt unsere zwei Helferlein hier. Mit denen schaffen wir das ja relativ schnell. So. Und da ist doch tatsächlich schon die halbe Stunde rum. Das ist doch nicht zu glauben. Ihr habt gesehen, jetzt hat er gerade schon ohne Hammer draufgehauen. Und es geht natürlich richtig langsam. So. Zack. Zack. Der Balken wächst sogar einfach weiter, obwohl die noch gar nicht hier sind zum dran arbeiten. Das finde ich ehrlich gesagt gar nicht mal so verkehrt, auch wenn es ein bisschen buggy ist dann in dem Fall. Aber so ist wenigstens gewährleistet, auch wenn die von der Wegfindung her noch nicht da sind, dass wenigstens die Baufortschritte vorangehen hier. Das ist doch in Ordnung dann. Da kann man das ertragen. Das ist okay. Aber gut, apropos, das kann man ertragen, das ist okay. Mich würde doch wirklich mal interessieren, wie es euch dann so bisher gefällt. Es gibt hier natürlich noch viel zu tun. Ich hoffe, ich schaffe das alles noch heute Nacht hier zu machen. Ja, ich nehme gerade nachts auf. Ich hoffe auch, dass euch mein Let's Play gefallen hat, auch wenn es ein bisschen crazy war gerade vielleicht. Ups. Oh, das kriegt eine Steinmauer ja diesmal hier. Oh, schön. Die mag ich. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne mal ein Like da oder ein Abo da oder einen Kommentar da. Ich freue mich über alle drei Varianten. Ich möchte einfach nur wissen, ob es euch denn gefallen hat. Mir nicht. Also gut, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, schönen Tag, schönen Mittag oder was auch immer gerade bei euch ist, wenn ihr das hier seht. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaltet morgen wieder rein. Ciao!